Hi. Wir wollen nächstes Jahr verstärkt mit dem Rudi unterwegs sein. Und da wir nicht nur auf geteerten Straßen unterwegs sein wollen, schenkt man dem Rudi heute ein bisschen mehr Freiheit. Genau, Boden- und Offroad-Freiheit, weil es einfach praktisch ist für unsere Reisen. Und ich muss auch zugeben, ich finde den Look auch ganz cool. Wir haben ja schon den ersten Schritt gemacht mit unseren All-Terrain-Reifen, die wir in Sardinien schon im Einsatz hatten. Die haben uns schon gut weitergeholfen, aber ein Synchro können sie dann doch nicht ganz ersetzen. Das wäre natürlich schon eine feine Sache. Wir haben uns für die All-Terrain-Reifen vom General Grabber entschieden. Zum einen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis eben stimmt und weil die Dimensionen für uns auch ganz gut gepasst haben. Wir hatten bisher ganz normale Ganzjahresreifen drauf, 195 70 R15. In der Größe haben wir jetzt keine All-Terrain-Reifen gefunden. Beziehungsweise wollten wir auch ein bisschen breitere Reifen haben. Wir haben jetzt die 205 70 R15 genommen, weil die vom Abrollumfang gerade so sind, dass sie noch in der Toleranz sind. Wenn wir jetzt ein bisschen breitere noch genommen hätten, die 215 70 R15, hätten wir schon eine Tachoangleichung gebraucht. Und mit der Breite und der Dimension sind wir da gerade so drum rumgekommen. Wir mussten zwar zum TÜV damit, der dann eine Probefahrt gemacht mit dem GPS, um den Tacho zu kontrollieren, ob das noch passt. Und wir fahren jetzt quasi ziemlich genau das, was das GPS auch anzeigt. Wir haben noch eine ganz, ganz kleine Toleranz drin für eventuelle Blitzer oder sowas. Aber das passt im Großen und Ganzen ganz gut. Also wir sind um die Tachoangleichung mit dieser Dimension rumgekommen. Ein weiterer Schritt hin zur Offroad-Optik sind Spurplatten, die wir drauf machen wollen. Zum einen, wie gerade gesagt, hat es optische Gründe, zum anderen aber auch hat es Vorteile im sehr schrägen Gelände, wenn die Spur einfach ein bisschen breiter ist, dass der Bus stabiler fährt. Wir machen hinten auf jede Seite 25 mm drauf und an der Vorderachse auf jede Seite 15 mm. Distanzscheibe ist jetzt drauf. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg ein bisschen tiefer rein in die Eingeweide. Wir haben ja dauerhaft einen Campingausbau drin mit Holz und der hat ja auch ein gewisses Gewicht und auch die Wasserkanister und halt der gesamte Ausbau mit Zweitbatterie und so. Deshalb wollen wir verstärkte Federn auch reinmachen. Wir haben jetzt gesehen, dass da schon verstärkte drin sind. Die haben aber einen durchgängig gleichen Durchmesser. Wir haben uns jetzt welche geholt, die den Original-VW-Bus-Federn entsprechen, aber verstärkt. Vorteil bei denen ist, dass der Durchmesser der Feder nach unten hin kleiner wird. Das bedeutet, oder so heißt, dass dadurch die Federung ein bisschen weicher wird. Also die Federn sind weiterhin verstärkt. Der Bus kommt insgesamt ein bisschen höher, dadurch, dass verstärkte Federn sind. Aber trotzdem hat man noch eine relativ weiche Federung durch den kleineren Federndurchmesser hier unten. Was man bis jetzt bei den Federn, die eben diesen durchgängig gleich starken Federdurchmesser hatten, noch nicht hatten. Gleichzeitig bauen wir dann auch noch verstärkte Stoßdämpfer ein. Das waren noch Originalstoßdämpfer, die eben nicht verstärkt sind, aber wenn man schon verstärkte Federn reinbaut, empfiehlt sich es eigentlich auch gleich verstärkte Stoßdämpfer mit einzubauen. Und um auch ein bisschen mehr Höhe zu gewinnen, zusätzlich zu den Federn, bauen wir noch so ein paar Unterleger mit ein. Bevor man neue Stoßdämpfer einbaut, sollte man 3, 4, 5 Mal durchpumpen, dass sich das Öl vom Einbau im Gesamtstoßdämpfer gut verteilen kann. Gummiauflage ist schon durch und es hat auch Metall gescheuert. Also gar nicht verkehrt, wenn da jetzt was Neues reinkommt.
Unterlegteller, die neue Feder, neue Stoßdämpfer. Mit den Schrauben sind zu weit drin. Jetzt nehmen wir noch einen Drehmomentschlüssel, ziehen oben mit 80 Newtonmeter an und von unten die Schrauben mit 85. Wie man von hinten jetzt an der leichten Schrägstellung sieht, hier auf der Seite sind die neuen Federn und Dämpfer drin, sind wir auf der Seite jetzt ungefähr 3 cm höher als auf der anderen Seite. So, auf der rechten Seite machen wir es jetzt mal im Schnellverfahren. Und schon ist die neue Feder und der neue Stoßdämpfer drin. An der Vorderachse wollen wir ungefähr dasselbe machen wie an der Hinterachse. Wir machen Distanzscheiben drauf. Wie schon mal gesagt, 15 mm vorne nur. Wir machen einen neuen Stoßdämpfer rein, der liegt schon hier bereit. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier an der Vorderachse keine Federn haben, wie wir es an der Hinterachse haben, sondern der T4 hat eine leichte Besonderheit, der hat Drehstabfedern und die kann man hier hinten unterm Auto dann auf die jeweilige Höhe einstellen, wie man es haben will. Deshalb machen wir jetzt die Distanzscheiben drauf und dann kommt der Stoßdämpfer. Jetzt nochmal die Schraube im richtigen Drehmoment anziehen. Wir sind oben an der Aufnahme 52 Newtonmeter und hier unten am Stoßdämpfer 80 Newtonmeter. Und jetzt auf der anderen Seite nochmal das Gleiche. Und damit es nicht zu langweilig wird, nichts passiert. Wir sind jetzt an der Hinter- und Vorderachse soweit fertig. Wir sind hinten durch unsere neuen Federn und die Unterlegplatten um 3 cm höher gekommen. Wir haben jetzt eine Gesamthöhe von der Radnabenmitte bis Unterkante Schwelle von 46 cm. Sind jetzt 3 cm höher als vorher. Diese 3 cm sind wir natürlich vorne auch hochgegangen durch das Hochdrehen der Drehstabfedern, damit der ganze Bus eben noch auf demselben Level ist. Wir sind jetzt eigentlich soweit durch mit unserem kleinen, aber feinen Offroad-Fahrwerks-Makeover und wir sind uns eigentlich schon sicher, dass das auf unserer nächsten Tour ein bisschen was bringen wird. Welches Material wir verbaut haben, das könnt ihr wie immer in der Beschreibung nachlesen. Und für die Materialspende, den Stoßdämpfern, T4 Bastelbus, vielen Dank. Danke dir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Wir würden uns super über die Unterstützung unserer Arbeit freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.